Hallo, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Top 10 Video. Heute Duel Berettas. Wir beginnen wie immer bei Platz 10 und gehen dann langsam hoch auf den ersten Platz. Platz Nummer 10, Desastre. Guckt euch die Teile an. Ich weiß gar nicht, ob ich die beim letzten Mal mit drin hatte. Auch die Liste ist wahrscheinlich auch so wie alle, die noch kommen werden, ziemlich wild wegen CS2 halt. Ne? Glänzende Sachen sind jetzt weiter oben. Dinge, die überhaupt nicht in der Liste drin waren, sind jetzt drin. Manche fallen raus, rutschen hoch, rutschen runter und so weiter und so fort. Die Desastre sind auf dem 10. Platz und liegen bei 2,18 Euro bis 5,77 Euro und die sind einfach, also insgesamt schon sehr, sehr nice. Black and White, schöne viele Details. Weiter geht's mit dem 9. Platz. Rotfans, aufgepasst, die Duel Berettas Hämoglobin liegen hier auf dem angesagten 9. Platz. Preislich 9,39 Euro bis 10,51 Euro. Ich kann meinen Augen nicht glauben, das ist ja extrem schmal besetzt. Sie sind schon ein bisschen glänzend, aber halt überhaupt nicht so glossy wie manch anderer Skin. Ich glaube, wenn sie komplett insane ballern würden, dann hätte ich die weiter oben stehen, aber so ist es ganz nett. Richtig krasser Rot-Fan bin ich nicht, aber ja, kann man sich schon nicht beschweren. Das sind schon schöne Skins auf jeden Fall oder schöne, zwei schöne Waffen. Nummer 8, die Cobra Strikes liegen hier grün. Lecker, Schmecker. Ihr wisst ja, ich bin so ein grün Mann. 40 Euro bis 62 Euro. Und ja, es sind halt Cobras drauf. Oben ist das Gift drin, das man da gleichzeitig auch verschießt. Kann man sich nicht beschweren. Ich würde sagen, ein satter 8. Platz. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich die auch in der anderen, also in der Top 10 von 2023 bei Go eben noch drin hatte. Aber was ist auf meinem 7. Platz? Dort liegen die Twin Turbos. Die farbliche Gestaltung ist, ja, ist so mittelaufregend. Ich bin ja ein Fan von grellen, starken und gerne vielen Farben. Und da fallen die so ein bisschen rein, aber es ist auch trotzdem noch sehr sortiert. Also das könnte auch einfach irgendwo auf einem Racecar oder sowas drauf sein, ohne dass man jetzt komplett abdreht. Ja, schöne Teile. Habe ich den Preis schon gesagt? Ich glaube nicht. 1,89 Euro bis 9,80 Euro. Also die sieht man auch sehr, sehr selten. Ist auch eine mittelmäßig alte Collection. Weiß nicht, ob es daran liegt. Der Preis ist auf jeden Fall recht geschmeidig. Vielleicht gefallen dann doch vielen einfach die Farben nicht. Aber ich finde sie schä. Auf dem nächsten Platz, also Platz Nummer 6, liegen die Flora Carnivoras. Die waren, ich bin mir sehr sicher, beim letzten Mal in der Top 3 drin. Die sind auch immer noch sehr sweet. Erinnern mich an Pflanzen vs. Zombies. Kennt ihr bestimmt das Spiel, haben wir gerade letztens im Stream auch drüber geschnackt. Mir ist vorhin aufgefallen, dass der Hintergrund, ich hätte schwören können, der Hintergrund dieser Waffe, also der Pflanzen, war früher ein anderer. Ich muss mal ganz kurz in BS reingucken. Ja, nee. Waren die schon immer so? Ich dachte, im Hintergrund wäre nicht einfach nur so ein grau-weiß-silber, sondern irgendwas was anderes. Aber trotzdem, ja, sind schöne Teile. Aber die können halt bei weitem nicht mit den folgenden mithalten. Aber haltet ein, 36 Cent bis 2,32 Euro vom Preis her. Weiter geht's mit dem 5. Platz. Dort liegen die Kartells rum. Und ja, in den ersten Sekunden denkt man sich, naja, was ist da denn los? Aber guck mal hier, wenn die so ein bisschen anfangen zu glänzen, dann könnte man schon meinen, dass die auch im echten Leben irgendwo bei so einem Kartellmitglied, links und rechts jeweils eine, im Hintergrund, der streamt ja auch, jeder vom Kartell streamt, da hängen die Waffen dann einfach und sehen schick aus. Also die sind auch sehr nah an der Realität, würde ich einfach mal behaupten. Schöner Skin, Platz Nummer 5. Platz Nummer 4, weiter geht's. Stopp, Geld. 36 Penning bis 1,44 Euro. Platz Nummer 4, die Melandramas, ja. Ultra geiler Skin, ich weiß. Wenn ich mich recht entsinne, waren die früher auf meinem 1. Platz und da waren sie auch zurecht. Das sind wirklich sehr, sehr schöne Teile. Das Artwork ist, finde ich, perfekt. Eines der besten Artworks überhaupt. Also ich meine, es gibt noch einige andere sehr schöne Artworks. Also jetzt nicht nur bei den Duel Berettas, sondern so generell. Aber das ist einfach sehr schön ausgearbeitet und auch genau mein Stil. So gefällt mir das. So ein bisschen Horror, Borror, bisschen Realität und ja, gescribbelt noch links und rechts. Und auch die Farbwahl ist einfach optimal. Also der Kontrast und so. Sehr, sehr schön. Preislich 1,12 Euro bis 7,96 Euro. Ja, kann man schon machen. Und nun folgen dann wieder. Guck mal, die haben sogar Ohren. Hast du gesehen? Habt ihr das gesehen, dass die Ohren haben? Ja. Und jetzt folgen die vorderen 3 Plätze. Und hier frage ich euch auch wieder, was glaubt ihr, was da bei mir liegt? Ihr dürft kurz raten. Ihr habt eine Sekunde, das war schon Zeit. Let's go. Platz Nummer 3. Die Duel Berettas Stain, die damals hundertprozentig nicht in meiner Top-Liste drin waren. Jetzt sind sie sogar auf Platz 3 und jetzt guckt mal, warum. Also es ist schon nicht schlecht.
So wie die einen kaputt glänzen. So ein bisschen wie da letztens die Listen hier Silver und was war das andere? Die Golden Coil. Ich habe ja noch alles auf dem Zettel hier stehen. Damit halt in-game rumzurennen und die zu inspekten, aber auch einfach damit zu steppen und halt einfach die Leute totblenden. Es ist schon eine geile Meile. Und preislich liegen die immer noch extrem niedrig, bei 5 Cent bis 27 Cent. Ich weiß nicht, ob die großartig steigen. Was heißt die immer noch? Ich habe das ganz am Anfang, habe ich ja mal diese Shiny-Skin-Videos gemacht. Zwecks Investments. Und da gab es auch einige Sachen, die damals sehr günstig waren und jetzt extrem angestiegen sind. Da konnte man für ein paar Cent reinkaufen und lag dann am Ende bei vielen Euronen, die man dann plus gemacht hat. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch großartig steigen, weil CS2 wie lange draußen? Ich glaube 4 Monate circa, knappe 4 Monate. Und die liegen immer noch sehr, wobei, meine Damen und Herren, was sehe ich hier? Gut, in Souvenir, okay. In Souvenir bis zu 300 Euro hoch, aber ja. Ich weiß nicht, ob die im normalen Ding noch steigen werden. Wahrscheinlich nicht. Weiter geht's zum nächsten Platz. Und hier haben wir die Royal Consorts liegen auf dem zweiten Platz. Und die sind meiner Meinung nach die perfekte Mischung für eben mein Auge. Sie glänzen, haben so ein bisschen Gold, was jetzt nicht so meins ist, aber halt auch grün. Schön glänzendes Grün. Die Griffe sind hier auf jeden Fall das Highlight, wobei der gesamte Rest auch nice ist. Auch das hier hat wahrscheinlich irgendein Mattel-Mitglied bei sich rumhängen, die Teile. Sehr, sehr schöner Skin. Ich glaube, die habe ich aktuell auch ausgerüstet. 27 Cent bis 2,96 Euro, auch sehr günstig. Wir gucken mal ganz kurz, was ich bei mir im Loadout habe. Ich habe die royalen Konsorten und bei T habe ich die royalen Konsorten. So macht man das, ne? Und jetzt kommen wir zu meinem letzten Platz. Was wird da wohl liegen? Ach, guck mal einer, schau, die Emeralden. Sie könnten noch ein bisschen mehr glänzen. Sie könnten, also sie sind kurz davor, sehr schön zu glänzen, aber noch nicht ganz. Aber ja, also clean, grün. Ich glaube auch, dass ich hatte die früher, glaube ich, auch in der Liste drin, aber nicht so weit vorne, logischerweise, glaube ich. Ja, sehr schöne Teile. Sehen fast ein bisschen unreal aus, ein bisschen weich. Also so das ganze Ding, aber schick. Sehr, sehr schick. Preislich 30 Euro bis 51 Euro. Das würde ich nicht dafür ausgeben, aber sie sind auf jeden Fall schön anzusehen. Und wisst ihr, was auch schön anzusehen ist? Das heutige Giveaway. Und zwar haben wir da die Stain für euch. Also den zweiten Platz könnt ihr jetzt absnacken. Schreibt dazu einfach in euren YouTube-Kommentar hinzu, ob ihr die Dual Berettas eben gerne spielt. Bei mir ist es eine Sache, ich habe die mitunter gerne gespielt. Ich spiele sie im Moment nicht mehr so viel, weil ich auf die P250 umgestiegen bin. Ich hatte auch mal eine Weile die 5.7 drin. Die habe ich jetzt aber mal dummerweise getauscht mit der CZ, weil ich damit ein bisschen reinbröseln wollte. Aber kurzum, die Duels, damit kann man halt, ja, wenn du halt echt eine fesche City-Runde spielen möchtest und du, was weiß ich, bei Inferno, Banane, oben absmokst und die Tees halt gerade durchkommen und so noch leicht verwirrt sind, benebelt wortwörtlich, dann kann man damit halt gut reinbrezeln. Also das macht schon Spaß und ich kann recht schnell klicken, also geile Dinger. Also wenn ihr die gewinnen wollt, einfach in euren Kommentaren zuschreiben, ob ihr eben schon mal oder gerne die Dual Berettas spielt. Das wäre es dann schon wieder gewesen. Ich mache beim nächsten Mal einfach 2 oder 3 Giveaway-Auflösungen ins nächste Video mit rein. Ich denke, ich mache es aber nicht im Top-10-Video oder in den Top-10-Video-Formaten, weil ja die von meinem Editor geschnitten werden und das halt nur unnötiger Huddel ist. So, das wäre es dann soweit dann wieder gewesen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Danke für eure Kommentare. Vielen Dank für die Daumen nach oben. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Ich streame 3-mal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Dort gibt es Viewergames, Giveaways und so weiter und so fort. Deutlich größere Giveaways auch als hier. Also kommt gerne ran. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.